So ein herzliches Moin Moin an euch alle da draußen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich einen Gast bei mir, den einige von euch wahrscheinlich schon kennen werden, den Herrn Walter. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Aber immer doch. So, worum geht's heute? Wir wollen einmal ein bisschen schauen. Herr Walter, du hast mir es ja gerade schon angeboten, Samuel. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Was machst du auf deinem Kanal? Was sind die Systeme, Rollenspiele, die du magst? Einfach so komplett einfach mal so frei von der Leber weg, einmal so, was das Rollenspielherz bewegt. Und da auch gleich die Anfangsfrage, die du mir gerade eigentlich schon gegeben hast, dass ich das fragen darf. Wie bist du zu deinem Namen, Herr Walter, gekommen? Ja, wie bin ich zu dem Namen gekommen? Manche kennen vielleicht den Film Herr Lehmann. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist. Ja, ganz dunkel im Kopf irgendwie. Ganz dunkel. Herr Lehmann wurde 30 und dann haben ihn seine Freunde nur noch Herr Lehmann genannt. Und ein Kumpel von mir hat gemeint, naja, der Samuel wird jetzt 30, ab dann ist es der Herr Walter. Weil wir beide im Studium diesen Film irgendwie ausgetauscht hatten und fanden den ganz cool. Mhm. Und er hat das so mit mir in Verbindung gebracht, dass er gesagt hat, okay, er zieht das mal zu meinem 30. Geburtstag durch. Und es sind dann doch ein paar Leute mitgezogen. Inzwischen stellt sich sogar meine Tochter manchmal vor mich hin und sagt, ach Herr Walter, wenn sie sich über irgendwas beschwert. Und meine Frau verwendet es auch manchmal. Von daher war dann klar, wenn ich einen YouTube-Kanal mache, dann heißt er einfach so. Ah, okay. Und man darf mich aber auch gerne Samuel oder Sam nennen, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Genau, Herr Walter und du, das war auch in dem Film Herr Lehmann immer diese Kombination, die er als ein wenig verstörend beschrieben hat. Ich habe mich dran gewöhnt inzwischen. Ach, schön. Schön. Genau, so viel zu dem Namen. Nee, ist okay, ich habe mich dazu dann. Wie war das? Spitznamen sucht man sich nicht aus, die bekommt man. Ne? Richtig, die bekommt man oder die macht man, ne, durch Taten. In dem Fall genau. Durch ein Ereignis in der Vergangenheit. Auch schön. Mhm. Ja. Fangen wir doch mal mit Werbung. Das ist ja, Premium-Tasse. Gut, okay. Steht schon mit drin. Ja, das hat Markus designt alles. Genau, ich habe es mit einem offenen Tasse gedruckt. Cool. Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie bist du denn in deinen jungen oder späten Jahren, ich weiß es ja nicht, zum Rollenspiel gekommen, der schönsten Nebensächlichkeit der Welt? War in der Schule, ich war 15, 16. Wir hatten damals auf so Papier irgendwelche Spielchen gezockt, wo wir Roboter durch irgendwelche Weltraumschlachten bewegt haben. Die Regeln dazu sind meistens aus unseren Köpfen irgendwie entsprungen, ein paar Freunde und mir. Und ich hatte das alles in meinem Schulmäppchen da drin stecken. Das war dann irgendwie so dick, weil da immer mehr Karten und Ausrüstung hatte ich dann noch gemalt dafür und alles Mögliche. Und dann hat ein Klassenkamerad gemeint, der neu in die Klasse kam. Ja, so war das damals, gab es noch kein Internet und so, also wenig. Das heißt, es lief irgendwie über Beziehungen. Und er hat gemeint, das, was ihr da macht, ist doch eigentlich Pen and Paper. Wollt ihr nicht mal ein Rollenspiel zocken? So wie man das kennt, klassischerweise mit Würfeln und sowas. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, bring mal mit. Und er hat dann Cyberpunk 2020 mitgebracht. Und das war dann auch meine erste Rollenspiel-Leidenschaft. So kam ich zum Rollenspielen. Hab das dann ein bisschen gezockt, ein bisschen intensiver auch. Und fand das dann ganz cool und wollte dann den Aspekt Magie noch mit dazu bringen und habe dann angefangen, mein eigenes System zu schreiben, das ich Land of Shadows genannt habe. Später in meiner Schulkarriere kam dann jemand mit Shadowrun ums Eck und hat gemeint, schau mal hier, das ist auch mit Fantasy und Cyberpunk und sowas recht ähnlich wie das System, was du da hast. Da habe ich gesagt, ja, okay, passt auch in die Welt rein, ich finde mich da auch wieder. Meins ist ein bisschen anders, ich bin dann bei meinem System geblieben erstmal. Shadowrun habe ich dann später gespielt, die 4. Edition, jahrelang mit ein paar Freunden, war auch eine recht intensive Zeit, hat auch viel Spaß gebracht. Genau, aber Einstieg war tatsächlich Cyberpunk 2020. Und dann kam später, wir haben dann irgendwie Babylon 5, gab es mal irgend so eine Serie, die fand ein Kumpel ziemlich cool, der hat dann da ein Rollenspiel besorgt. Und dann sind wir irgendwann umgestiegen auf mein Homebrew-System und er hat Vampire the Masquerade relativ viel geleitet. Das waren so die, also das eine Homebrew-Setting und Vampire, die zwei Systeme, die uns durchs Abitur begleitet haben. Jedes Wochenende konnten wir in fremde Welten entfliehen, ja. Mhm. Freitag bis Sonntag haben wir eigentlich meistens durchgezockt, ja. Ja. Wenn es die Zeit hergab. Und das war eine ganz coole Zeit, die es so auch nicht mehr gab. Dann später im Studium, dann kamen irgendwelche Verpflichtungen dazu und ach, naja. Ja, oder steht später im Berufsleben, ne? Also diese Zeit genau. Erinnere ich mich selber sehr gerne zurück, wenn es dann irgendwie hieß, so Freitag, Mittag, Nachmittag trifft man sich, man kauft noch ein fürs Wochenende, kocht gemeinsam, die einzigen Pausen, die man macht, Pinkelpausen, essen, schlafen und dann durchzocken einfach. Genau. Bei uns war es jetzt weniger Cyberpunk, sondern mehr so DSA zu der Zeit, DSA 4.1 und 3, das war hochintensives Mittelalterspiel also. Mhm. Und ich bin beeindruckt, also ich bin auch ein bisschen so überrascht, so du bist einer von den wenigen, also die ein Original 2020-Buch mal in der Hand hatten, also von Cyberpunk.
Ich habe auch mal eins besessen, aber es ist in einem Umzug verschwunden. Ah, Asche auf Mist. mein Haupt. Naja, okay. Das ist Nostalgie. Ich habe dafür jetzt Cyberpunk Red da hinten stehen, ist auch okay. Ja. Genau, aber ja, Cyberpunk 2020, auch das Chromebook damals noch, das waren schon cool. Das hatte ich aber nicht selber, das war schon immer vergriffen. Das hat man echt schwer bekommen. Ja. Aber ein Kumpel hat eins gehabt. Ja, doch, das waren damals so die Zeit. Und DSA hatten auch ein paar Freunde gespielt. Das hatten wir auch, glaube ich, mal ein, zweimal irgendwie angetestet, sind aber dann eher in unseren Welten da geblieben, weil jeder so mit seinen Charakteren weiterzocken wollte. Ja, genau. Aber das ist ja auch immer so, wenn ich so manchmal, also ich stelle jetzt mal eine wilde Theorie auf und frage mal dich jetzt dazu, ob du das auch so siehst. Es gibt ja ganz oft Leute, die sagen so, das erste Rollenspiel ist halt prägend für den eigenen Geschmack an Spielen. Beispielsweise bei dir Cyberpunk. Du spielst auch Cyberpunk Red auf deinem Kanal, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Würdest du sagen, so das Genre oder so Richtung Cyberpunk, Dystopie, Dunkel ist mehr so deins als jetzt, sagen wir mal, das bunte Mittelalter oder irgendwie Konfetti-Party oder sowas? Plüschbauer und Plunder würde mir jetzt sofort einfallen. Das würde, ist so der Also Kontrast dagegen. wir probieren uns schon ziemlich aus auf dem Kanal und ich bin auch erstmal für alles offen. Also man sieht es vielleicht, wenn man reinguckt, wir haben ja alles Mögliche schon gespielt. Also Cyberpunk Red, ja, dann selbstgeschriebene Systeme. Warhammer Fantasy ist jetzt dazu gekommen, wir haben eine Runde DSA gezockt. Wir hatten auch mal Ratten, fand ich auch super cool, eine Ratte zu spielen. Das hat Tati gemeistert. Das war großartig. Würde ich auch gerne nochmal spielen, weil es einfach so ein. Du bist halt eine Ratte, ja, und bist halt begrenzt auf die Möglichkeiten, die du hast, ja. Und es ist auch eher, ja, das ist schon eher dann die buntere Welt. Da wird demnächst wahrscheinlich auch nochmal was dazukommen, aber das will ich noch nicht spoilern. Von Okay. daher, wir haben da eine große Varianz, weil jeder so ein bisschen seins mitbringt und nach die Leute gesagt haben, sie könnten auch das mal meistern und klar machen wir. Und so hat sich das dann stetig erweitert, sage ich mal, ne? Vampire haben wir auch auf dem Kanal, Cthulhu, Achtung Cthulhu haben wir gespielt, haben wir jetzt wieder aufgenommen. Es sind relativ viele Systeme inzwischen zusammengekommen, dass ich langsam sogar den Überblick verliere. Ich habe mir da so eine Liste auf unserem Discord angelegt, dass ich irgendwie noch sehe, was so gelaufen ist und was wir so in der Pipeline haben. Genau, Hexen war noch mit dem Jens und genau, DSR hatte ich schon gesagt. Ja, das war's eigentlich so. Und ich glaube, Rika hat damals auch einen Private-Eye-Abenteuer gemeistert, hier Mord auf Musgrave Island, allerdings im Cthulhu-Setting, weil sie das halt gut kennt. Genau, das war ziemlich cool. Vor allem der Autor, der Peter Sandfuchs heißt er, glaube ich, genau, der hat das dann gleich gefunden und sich drauf gemeldet. Ich habe auch mal mit ihm ein bisschen geschrieben, vielleicht machen wir auch noch mal irgendwann so eine richtige Private-Eye. Das ist cool. Private kommt ja, glaube ich, sogar hier bei uns aus der Ecke. Also bei uns aus dem Norden. Ich komme aus Niedersachsen. Den sehe ich eigentlich regelmäßig auf einer Con, auch bei uns in der Nähe immer sitzen, der ein Private Eye anbietet. Das ist ziemlich cool. Ich habe da einmal mitgespielt. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, auch mal so ein Setting oder so eine Geschichte zu erspielen, wo der Kampf überhaupt nicht im Fokus steht, sondern wirklich das Ermitteln, die Dialoge, das Zusammensetzen von Rätseln. Ich finde das spannend. Ist mal ein bisschen Abwechslung, bringt frische Luft rein. Ja, mal schauen, wenn wir da reingucken. Ja, aber man hört schon raus, das ist einfach eine riesige Fülle an Dingen, die ihr ausprobiert. Ihr seid auch offen für alles, vor allem für, und das finde ich sehr, sehr cool, für selbst ausgedachte Welten und selbstentwickelte Systeme. Wo ich ganz oft auch Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel Spieler gesucht habe, die gesagt haben, oh, was ist das für ein System? Ja, das ist was Eigenes, das ist was Selbstgeschriebenes von einem der Spieler, die dann gesagt haben, ah, das kenne ich ja nicht, ne? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Wo ich dann denke, so, ja, aber damit könntest du eine tolle Welt oder vielleicht ein tolles System nicht kennenlernen in dem Moment. Man versperrt sich dann ein bisschen davor. Ja, es kommt drauf an, was man will, ne? Also ich finde an diesen selbstgeschriebenen Systemen, man kann ja auch mit D&D sich eine eigene Welt erschaffen. Da kann man ja im Prinzip mit jedem System, dass man irgendwie sagt, okay, man macht jetzt hier sein eigenes Ding irgendwie auf. Was ich halt cool finde an diesen selbstgeschriebenen Sachen, auch wenn es Kampagnen sind, es gibt keinen Shortcut, ne? Du musst das halt erspielen. Und auch bei einer selbstgeschriebenen Welt kannst du halt als Spielleitung knallhart dosieren, was jetzt an Infos rausgeht. Und somit, weil sich die Charaktere oder die Spieler nicht erspielen, das wissen sie nicht. Und dadurch bist du natürlich von deiner eigenen Neugier noch viel mehr getrieben. Also wenn du schon weißt, okay, bei Shadowrun, ah ja, okay, das ist jetzt so ein Viech oder das ist jetzt das und das. Man stumpft ja auch so ein bisschen ab mit der Zeit. Das ist gar nicht böse gemeint, aber dass man halt weiß, okay, die Mechaniken habe ich irgendwie schon mal gesehen oder es läuft wahrscheinlich darauf hinaus. Und bei so einer selbst erdachten Welt, da
okay, was ist das jetzt für ein Viech? Warum ist das hier? Das passt überhaupt nicht rein, ne? Damit ist man gleich schon noch irgendwie ein bisschen mehr angefixt, da irgendeiner Sache nachzugehen. Also mir geht's oft so. Das finde ich, macht für mich so ein bisschen den Reiz auch daran aus, ja. Etwas komplett Neues zu erkunden. Wenn man jetzt sagt, wir spielen in Mittelerde, weiß jeder, was man sich unter Mittelerde vorstellt, wenn er die Bücher gesehen und die Filme gelesen hat, genau. Dann kann man sich vorstellen, ja, Ork sieht so aus, Troll, dann gibt es noch die Bösen, dann hier noch die Haradrim, bla, und was auch immer. Aber man hat so ein Bild im Kopf. Aber bei diesen selber ausgedachten Welten, vielleicht auch den Beschreibungen des Spielleiters, vielleicht noch Illustrationen von irgendeinem der Spieler irgendwie nach der Session, kann man was komplett Neues entwickeln. Also, ich weiß, was du meinst, es ist interessant. Auf jeden Fall auf dieser Ebene. Das andere mag ich auch total, dieses, wenn du halt schon weißt, was du kriegst, ne? Cyberpunk, okay, du kennst die Welt, dann kannst du dich schon eigentlich auch ein bisschen besser darauf einstimmen, weil du weißt, was kommen wird, ne? Kannst mehr damit anfangen, bist vielleicht auch schneller drin, so. Hat auch seine Vorzüge. Ich mag beides, würde ich sagen. Ja, genau. Ja gut, ich kann mich davon jetzt nicht freiwaschen, dass ich nicht irgendwie vorgegebene Welten mag. Ich mag The Witcher, ich mache Game of Thrones Content und demnächst noch der eine Ring. Also das sind drei große Franchise-Welten, die ich sehr, sehr mag. Und da sage ich persönlich, ich mag diese Welten auch aus der Tatsache heraus, beispielsweise, dass sie Filme oder Serien bekommen haben oder Computerspiele. Dadurch, was ich manchmal bei DSA, also ich übernehme mal kurz den Redeanteil. Alles gut. Ich hatte das Problem bei DSA ganz oft, dass ich zwar immer diese Texte gelesen habe über Regionen und diese Beschreibung, aber ich habe mich immer ein bisschen schwer damit getan, mir das wirklich organisch vorzustellen. Wenn ich jetzt das aus einer Serie entnehmen kann, dann kriege ich eine vorgelebte Welt mit. Dann kann ich ungefähr abschätzen, funktioniert das, ist das ungefähr organisch, passt das in diese Welt, in die Denkweise der Person. Wenn ich das nur nachlese, dann habe ich das irgendwie nicht so ganz erfasst für mich. Und durch die Serie beispielsweise Game of Thrones habe ich ein gutes Gefühl für die Politik, die Denkweise, die Moralvorstellung auch von Figuren bekommen, bei Mittelerde genauso. Und das hilft mir jetzt bei meinen Sachen, die ich mache halt. Du machst viel Fantasy, oder? Ich mache viel Fantasy, bin aber mehr so allgemein eher in diesem Dark Fantasy, Grim Gritty mehr orientiert. Also ich habe auch Cyberpunk hier stehen beispielsweise. Und Warhammer 40k, weil ich diese vollkommen übertriebene, dunkle Dystopie dieses Universums ganz faszinierend fände. Und ja, aber in erster Linie eigentlich schon Fantasy. War auch dein erstes System, was wieder deine These bestätigen würde. Ja, ich bin durch D&D und DSA damals reingekommen. Und das hat, ja, ich denke, das prägt einen ein bisschen. Weil ich auch letztens noch mit jemandem geredet hatte, der sagte, Shadowrun war mein erstes System und dann spielt bis heute Shadowrun sehr gerne in jeder Form. Und denke so, ja, also es bestätigt sich immer mehr, umso mehr Leute ich frage, das war das erste System, umso mehr kriege ich das Gefühl, bestimmte Systemarten oder nahe Verwandte sind halt bevorzugt. Kann sein, ja. Könnte man als, keine Ahnung, wissenschaftliches Projekt mal angehen und einfach mal 1000 Leute befragen oder so und dann mal so einen Querschnitt draus machen. Aber das überlasse ich anderen. Gut, wie du zum Rollenspiel hast gesagt, 15, Schule mit Freunden und später dann hat der Erste so gesehen, einmal gesagt, ey, hier, wollt ihr mal ausprobieren? Und dann wurde man angefixt und plötzlich war man drin in diesem Rabbit Hole und kommt nicht mehr Genau. raus, aber man ist auch gern drin. Ja, absolut. Also ich hatte auch mal eine längere Pause zwischendrin, was sich nicht so ergeben hat. Tatsächlich. Wo dann eigentlich gar nichts mehr lief, ein paar Jahre lang. Und dann hat ein Kumpel eben mit Shadowrun 4 wieder angefangen. Dem hatten ein paar Freunde das geschenkt, haben gesagt, bitteschön, wir wollen das spielen, du sollst das meistern, hier ist das Grundregelwerk. Und dann ging es eigentlich wieder los. Genau. Dann hat er angefangen, ein bisschen erzählt und dachte ich mir, eigentlich hätte ich auch mal wieder Bock, ja, weil durch Studium ist man halt umgezogen, dann war die alte Gruppe nicht mehr beieinander, ne? Klar. Und eine neue nicht aktiv gesucht, mal mit ein paar Studienfreunden ein bisschen gezockt, so das schon, aber halt auf ja, mal einen Abend oder so und auch nicht so intensiv. Und dann ging es eigentlich später erst wieder los mit Shadowrun 4 dann damals, genau. Ja, bin ja bei Shadowrun 4 habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Ich bin mehr so der Fünferfreund, der also die letzte Edition, die rauskam. Bei 4 erinnere ich mich noch an Eimer von Würfeln, weil alles explodierte die ganze Zeit und wieder nachwürfeln und noch mehr Sechsen. Und irgendwann, ich hatte irgendwann mal einen Spieler, der kam auch aus dem Tabletop-Bereich, ein Spieler, der war ein Ork-Spieler, hatte halt immer so einen riesigen Haufen Würfel dabei und sagte, ja, die brauche ich heute Abend noch alle. Und es kam ein Abend, da hat er gesagt, Leute,
ich brauche noch mehr Würfel. Und hat dann die Hände zu den anderen aufgehalten, weil ich komme da nicht gegen an, ich würfel zu viele Sechsen. Ja, okay. Irgendwie 36 Erfolge gefühlt oder so. Das Ja, wird. da kann man schon einen Pool zusammenkriegen. Ja, die fünfte habe ich auch hinten stehen, aber die habe ich nie gespielt. Und die sechste ist jetzt, glaube ich, die allerneueste, ne? Wobei, die sitzt auch schon wieder ein bisschen draußen. Ja, genau. Ja. Ja. Ich könnte eine meinen. Also, ich finde die fünfte am besten. Die sechste hat. Ist sehr edge-lastig, meiner Meinung nach. Aber. Wer daran Spaß hat, soll Spaß dran haben. Ich muss es nicht spielen. Ich habe Cyberpunk. Das reicht mir gerade. In dem Zusammenhang gibt es so Momente, an die du dich so zurückerinnerst im Rollenspiel, die so prägend waren. Positiv jetzt erstmal. Dass du sagst, diese Szene werde ich wahrscheinlich noch, wenn ich im Altenheim sitze, werde ich so sitzen und drüber lachen. So wirklich so eine Sache. Ja, gibt es tatsächlich eine. Das war in meinem Homebrew-System. Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert. Es gab so mehrere Dimensionen, die waren in so einer Weltraumstation eingeschlossen. Es war so ein Alien-Setting, sag ich mal, ne? Mit irgendwelchen Monstern, die da rumgelaufen sind. Und es war halt auch, das Abenteuer hieß Time to Die, ne? Also die Leute wussten, wenn es hier irgendwie, da gibt es nichts mehr mit, du hast halt schlecht gewürfelt und wir drücken nochmal ein Auge zu, ne? Sondern es war halt, wir hatten lang gespielt und sie haben gesagt, okay, irgendwie könnte es jetzt mal um die Wurst gehen. Sagt gut, dann schreibe ich da jetzt mal ein Abenteuer. Und wir waren in dem Setting und ein Kumpel war dabei, der hat die Tendenz gehabt, manchmal ein bisschen auszublenden und sich in seine eigene Welt zurückzuziehen. Und an dem Abend war auch irgendwie, ging es ihm, glaube ich, nicht so gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saß er da, er war der Tech der Gruppe. Und naja, die Viecher kamen halt, brachen durch, ne? Sie hatten nur noch limitierte Munition, die Schützen haben die zurückgehalten und. Sie standen vor der Tür und diese Scheißtür ging nicht auf. Und sie wussten, okay, der Tech muss diese Tür aufmachen. Und sie brüllten den Tech an, also die waren alle in-game, in-character, mach diese Tür auf, ja, mach die Tür auf. Der erste hat es noch ruhig gesagt und er dann, nee, wieso denn? Mach du doch die Tür auf. Und das ging dann so weit, dass die sind irgendwann halt richtig hitzig geworden, ne? Und er ist dann aufgestanden, er saß in dem Raum wirklich am letzten Eck, ist über zwei Leute drüber geklettert und hat die Tür aufgemacht, weil er dachte, wir brauchen Frischluft oder sowas. Und alle am Tisch, es war dann still, ne? Sie haben ihn angeguckt, wie er aufgestanden ist. Erstmal, wir dachten alle, okay, was ist jetzt? Geht er jetzt? Hat er die Schnauze voll? Ist jetzt irgendwie, was ist denn los? Ne? Und dann geht er zur Tür, macht die halt auf und dann klettert er über alle zurück und hockt sich wieder hin. Und alle saßen da, schauen ihn an und er meint, guckt dann so hoch. Und ja, dann halt brechen, brüllendes Gelächter, ist klar, ne? Und er hat gesagt, du sollst bitte mal würfeln auf deine technische Fähigkeit, Schlösser öffnen, diese Tür aufzumachen. Und war in dem Moment, also alle, die da in diesem Raum waren, diese Szene war legendär und an die werde ich mich auch noch erinnern, weil ich dabei war, ja? Also das war bisher das, glaube ich, das Prägendste, wo jemand halt, ja, so gar nicht am Tisch war, ja, leider. Aber die Situation, die draußen entstanden ist, war schon sehr lustig. Und was halt cool war, waren, dass die anderen so in Character waren, dass sie halt echt, ja, sie wussten halt, was will der jetzt? Will der, dass wir alle sterben, ja? Weil sie wussten, ich mache halt ernst, ne? Wenn die da jetzt noch länger rumstehen und rumdiskutieren, dann sind die Viecher da und dann sieht es halt übel aus. Ja. Und ja, war so eine Situation, an die kann ich mich noch gut erinnern, ja. Aber das ist auch, also das würde sich so in mein Gehirn brennen in dem Moment, ey. Ja, also ich kann nachvollziehen, dass du das wahrscheinlich noch in 70 plus dich daran erinnern wirst. Ja, vor allem war das halt, dass der Kerl, es war ein Riesenkerl, ne? So ein Riesenbär halt, ne? Und der steht dann halt auf, läuft zu dieser Tür rüber, so ein bisschen gefrustet, macht die auf und hockt sich wieder hin und du denkst dir nur so, was ist los? Das war schon, also ich fand es großartig. Ich war auch dabei. Ja. Ich sehe die Gesichter noch vor mir. Hammer. Hammer. Finde ich gut. Genau. Ja, und ansonsten im Rollenspiel gab es schon auch immer wieder tolle Szenen, aber das irgendwann wiederholt sich so ein bisschen. Ich finde es halt schön, wenn du so einen Charakter irgendwie über mehrere Jahre spielst und er sich entwickelt, ne? Und du Ja. mit dem irgendwie auch eine Geschichte mitmachst. Das war halt eine sehr intensive Zeit zum Abitur, weil da hat man halt jedes Wochenende gezockt, ne? Gerade Vampire, die anderen in meinem System, du wirst dann ja auch relativ mächtig mit der Zeit, ne? Und wälzt dann auch andere Probleme, ne? Wir haben Ja, auch klar. irgendwann gesagt, okay, wir spielen jetzt mal wieder mit einfachen Charakteren, weil irgendwie mit diesen Godlike-Typen da, das macht dann irgendwann auch nicht mehr so viel Bock, ja? Ja, hat dann so beides, aber war schon cool, dann auch auf so eine Historie von so einem Charakter eben zurückzublicken, ne? Ah ja, also ich glaube, wenn man so einen Charakter wirklich über mehrere Jahre gehegt, gepflegt oder Kampagnen, das kann ich. Ich habe
Ich dokumentiere alles handschriftlich und habe hier ein, zwei, drei Bücher voll mit Geschichten von Spielern aus den letzten Jahren, auch mit Leuten, die ich, in denen ich leider keinen Kontakt mehr habe, aber wo ich dann irgendwann wahrscheinlich immer wieder mal drauf gucke, wo ich denke, so, das waren geile Zeiten. Das waren einfach richtig schöne Geschichten. Ich wollte gerade sagen, aus dem Paulanergarten, aber nee, aber es waren so aus der Freizeit, aus der Jugend, wo ich dann sage, diese Bücher, diese Aufzeichnungen möchte ich für immer behalten. Deswegen, leider habe ich schon mal Aufzeichnungen verloren, weil ein Computer von mir geschrottet ist. Deswegen schreibe ich wirklich auch jetzt, nachdem ich das erlebt habe, wieder alles handschriftlich auf. Und wie detailliert schreibst du das denn auf? Also. Also zum Beispiel Satzfragmente, also wenn bestimmte Dialoge gefallen sind, die ich als unglaublich prägnant empfinde, die schreibe ich zum Beispiel auf. Die versuche ich so gut es geht nochmal wieder zu rekonstruieren nach einer Runde. Ansonsten in Stichpunkten, also Namen der Personen, vielleicht ein paar Schlagworte dazu. Weil ich bin auch, was das angeht, ich würde mal sagen, da orientiere ich mich so wie du. Ich schreibe sehr viel selber. Also eigentlich entstehen meine Geschichten aus den Geschichten der Spieler heraus. Dass ich wirklich sage, ich habe vielleicht einen ganz groben, überhängenden Plot, so Punkt A, Punkt B und alles dazwischen ist blank. Also tut, was ihr wollt und ich reagiere nur auf das, was ihr tut. Und daraus entstehen meiner Meinung nach weil auch die spannendsten Geschichten für Spieler, weil das ihre eigenen Entscheidungen sind und ihre eigenen Wahlen und Motivationen vielleicht auch. Ja, das finde ich cool, wenn es so läuft. Ich muss sagen, da finde ich so ein bisschen, wenn wir aufnehmen, habe ich schon mir oft mehr Gedanken um den Plot gemacht als sonst. Wenn wir jetzt so eine reine Tischrunde hatten, da war es oft so, dass du ja gewisse halt Ereignisse hast und fertig, die halt irgendwann eintreten irgendwie. Und es kann halt auch sein, die spielen an dem Abend keine Rolle, wenn deine Spieler sich für irgendwas anderes entscheiden. Ich hatte zu den Abi-Zeiten einmal das Erlebnis, dass meine Gruppe vor der Tür stand und gesagt hat, so, wir zocken jetzt. Und ich habe gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Und die haben nur gesagt, ja, ist kein Problem. Wir wissen schon, was wir tun wollen, ne? So ungefähr. Die hatten sich halt abgesprochen und ich meine, wenn du halt in so einer Stadt, ne, unterwegs bist und hast du einfach schon deine Connections und so und die wussten halt, okay, da war das, da war das. Das hängt doch irgendwie zusammen und hatten sich dann irgendwie beraten miteinander, haben mich dann überfallen, so mehr oder minder, ne? Mich in unseren Zockkeller gezerrt, ja. Und die Tür zugemacht. Und dann hatten wir dann einen schönen Abend. Und das Coole war halt, ja, die haben halt die Agenda mitgebracht. Ne? Die wussten, wo sie hingehen, welche Kontakte. Und ich konnte da schön zwischen improvisieren. Und ich hatte ja auch die Hintergrundinfos. Und die sind halt so ein paar Dingen einfach nachgegangen. Und das war auch ein cooler Abend. Da hat sich halt mal komplett umgedreht. Ne? Das war halt nicht, okay, wir haben jetzt irgendwie Run XY oder wir spielen jetzt den Strang weiter. Sondern die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt das oder das oder das nochmal verfolgen oder aufklären. Und das war schon cool, ja. Ja gut, wenn man so Spiele spielt wie Cyberpunk, Shadowrun oder so etwas, dann muss man sich ja nochmal wieder anders vorbereiten, finde ich. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Shadowrun-Zeit zurückdenke und geleitet habe, dann ist man irgendwie auch so, ja, das ist ein Lagerhaus, das wird so und so überwacht, da findet ihr das und das wahrscheinlich drin. Und dann fangen die alleine schon eine Runde an zu planen. Wie kommen wir da rein? Wie ist es überwacht? Und da muss man als Spielleiter sich schon so grob aufgeschrieben haben, wie ist das alles überhaupt abgesichert? Wie viele Leute rennen da rum? Also diese Art Vorbereitung kann ich absolut nachempfinden. Aber ich finde es auch geil, wenn als Spieler, wie das du gerade beschrieben hast, einfach so, ich habe noch den Plan, das will ich machen, den will ich besuchen und ich möchte noch mit dem reden. Du kommst jetzt mit in den Keller. Nein, ich will nicht. Na, das war eigentlich eher okay. Gut, ich pack meinen Rucksack, schmeiß die Würfel rein und los geht's. Ne? Ich hatte Ja ja schon gut, auch Bock direkt. drauf, war dann neugierig, was sie bringen. Ne? Aber es war schon, ich hatte halt auch Zeit an dem Abend, glücklicherweise. Ne? Es war schon so, ja. Nee, war cool. Und ja, ich mag auch, wenn sowas entsteht. Also, das ist schon cool. Aber ich muss sagen, jetzt, wenn wir aufnehmen, da habe ich schon mehr, okay, du hast auch Zuschauer am Ende, die sich das angucken wollen. Die finden es vielleicht jetzt nicht so geil, wenn sie es irgendwie völlig derailt oder die Story dann in eine ganz andere Richtung läuft. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ich arbeite dann halt oft die Locations aus und auch beim letzten Abenteuer wusste ich nicht, wie sie jetzt von der einen Szene irgendwann hinten zur nächsten kommen. Ja? So, also welchen Weg sie nehmen. Ob sie da jetzt A, B, C, wie du vorher gesagt hast, keine Ahnung. Ja? Es gab halt so ein paar Randbedingungen, die ich vorher recherchiert hatte. Und dann kannst du halt Sandbox-mäßig das Ganze aufziehen. Oder auch das zweite Abenteuer, was bei mir auf dem Kanal lief, war Lost in Time and Space, habe ich es, glaube ich, genannt. War auch ein selbstgeschriebenes System, was ich vorher auch selbst geschrieben hatte, quasi. Habe ich auch aufgenommen, gesagt, okay, für das Abenteuer stöpsel ich mal kurz was zusammen. Wir basteln uns ein Rollenspielsystem. Ne? Waren dann irgendwie drei Videos und dann kam danach das Actual Play.
wo ich dann halt zwei Orte so Sandbox-mäßig bisschen ausgearbeitet hatte. Ja, das eine war halt ein kleines Raumschiff mit den Protagonisten da drin und das ist dann halt zu einer größeren Station geflogen. Und was dann wie passiert dort, ja, da gab es klar noch einen Handlungsstrang, der drüber lag, aber wie sie reagieren, wo sie wie hingehen, das war völlig ihnen überlassen. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil sie dann da eben sich überlegen konnten, okay, was machen wir, wo gehen wir hin? Ich hatte dann halt auf der Station natürlich auch ein bisschen was ausgearbeitet, weil wenn du völlig blank bist, ist halt schwierig, ne? Aber das war schon den Spielern überlassen, wie sie da umgehen, ob sie am Ende mit dieser Station untergehen oder nicht. Oder zu viel will ich jetzt nicht spoilern, falls noch jemand anschauen möchte. Genau, also das war so Spielerentscheidung dann, was sie da machen halt, ne? Also du hast ihn ja auch einfach die Freiheit gelassen. Das ist ziemlich cool. Hier mal eine kurze Anmerkung. Wenn ihr irgendwie jetzt die Frage habt, ob das sich in eine freiere Entwicklung bei seinen Videos in Zukunft entwickeln soll, schreibt es in die Kommentare. Ich leite das an ihn weiter. Also Feedback zu mir, ich spiele Stille Post wegen meiner. Großartig, ja, ich werde sicherlich auch reingucken, wenn das erscheint. Das Ja. gehen wir in den Kommentaren, aber du kriegst ja die Notifications. Ne? Genau. Genau. Ja. Gibt es, das habe ich die letzten Videos jedes Mal auch gefragt, weil ich leider, was das angeht, auch so ein gebranntes Kind bin, nenne ich es mal so, was bestimmte Situationen im Rollenspiel angeht, die haben es mir in dem Moment oder für den Abend oder für ein paar Abende sogar echt verdorben zu spielen. Gab es sowas bei dir auch schon? Ich bin immer froh, wenn Leute sagen, naja, also ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, dann sage ich, perfekt, nächster Punkt, brauchen wir nicht drüber reden. Nee, macht man. Ich meine, jetzt bin schon lang genug dabei. Gibt es schon auch immer mal wieder, wenn du jetzt halt hast, dass sich irgendjemand da in den Vordergrund pusht, ja, und du merkst, du kommst mit deinem Charakter da irgendwie gar nicht mehr gegen an. Ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Spieler, ich lasse erstmal eine Szene auf mich wirken, bevor ich was sag. Und wenn du halt einen hast, der immer an dir vorbei prescht, dann finde ich, das ist halt irgendwann, das nimmt dir dann den Spaß, ne? Ja, Wenn du halt klar. einen hast, der sich halt da, sag ich mal, Einzeldarsteller ist und ins Rampenlicht stellt und nicht mehr rechts und links schaut, dann ist es kein Miteinander mehr. Und das ist was, was ich eigentlich haben möchte, auch als Spielleitung. Ich mag nicht so ein Gegeneinander, ne? Das hatte ich auch schon manchmal erlebt bei irgendwelchen SLs, ne? Das ist dann so Spielleitung gegen Spieler und wie kann ich dir noch eins reinwürgen? Da habe ich dann keinen Bock, ne? Da sage ich, okay, das habe ich jetzt mal gehabt, reicht mir jetzt, ne? So brauche ich nicht nochmal. Ich will eigentlich eine Story ja zusammen aufbauen. Auch als Spielleitung möchte ich ja mit den Spielern zusammen eine Geschichte erleben. Ja, so ich spiele halt alle anderen und sie haben halt ihre vier Hauptcharaktere, die idealerweise jeder noch so seine eigene Spotlight-Zeit hat. Das geht sich natürlich nicht immer aus, aber ja, das ist eigentlich das Ideale für mich. Und wenn das irgendwie aus diesem Rahmen rausgeht, dann verliere ich irgendwann die Lust daran. Sage ich mal, das sind meine negativen Erfahrungen, die ich hatte. Ansonsten ja, war bisher, ja, okay, wenn du als SL was vorbereitest und du merkst, deine Spieler driften weg oder sind so gar nicht da bei der Sache, lassen sich halt berieseln, das ist dann halt auch kein Miteinander. Also alles, was diesen Rahmen des gemeinsamen Spielens verlässt, empfinde ich als negativ. Wie schlimm, kommt jetzt drauf an, wie stark das halt an dem jeweiligen Abend ist. Ja, es ist aber. Ist jetzt aber, ja, Nee, bitte. ist jetzt aber keine harte negative Erfahrung in dem Sinn, wo ich sage, okay, ich habe da jetzt sexuelle Belästigung oder sonst irgendwas erlebt, was es ja durchaus auch gibt. Ja? Ja. So, also von daher sage ich jetzt mal, das waren vielleicht Sachen, wo ich gesagt habe, okay, mit denen muss ich vielleicht nicht mehr so viel spielen, aber die Gründe dafür sind noch relativ, also Human harmlos. und ja. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, es hat ja auch, es macht ja ein bisschen was auch mit dem Spielleiter, wenn du Spieler hast. Ich bin, also ich kann das jetzt von mir sagen. Ich mag es, also wenn ich jetzt eine Szenerie habe bei einem Rollenspiel, da ist der eine Spieler gerade überhaupt nicht anwesend. Und es betrifft ihn auch nicht und die Informationen sind vielleicht auch geheim, dann sage ich so, ja klar, also beschäftige dich mit was anderem kurz, das dauert jetzt einen kleinen Moment, danach bist du wieder mit da drinne. Aber wenn es so eine Szenerie ist, nur weil jetzt eine Person zum Beispiel, ja, ich bin jetzt gerade nicht im Redefluss mit drinne und guckt dann so aufs Handy und ignoriert die gesamte Szenerie, obwohl sie Teil der Gruppe ist, habe ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen mangelnde Wertschätzung auch den anderen Spielern und dem Spielleiter vielleicht gegenüber, weil es ist nicht meine Stage Time. Ich sage das jetzt mal überspitzt, es ist nicht meine Stage Time, also betrifft es mich auch nicht. Wo ich dann denke, Gruppenspiel, egal, lassen wir mal so. Oder war, also das Schlimmste, was ich bis jetzt miterlebt habe, war immer diese, war ja eine ein Spieler, Spielerin, die stark andere kontrolliert hat. Also man hat gemerkt, dass diese eine Person,
die Handlung komplett alleine bestimmt hat und auch immer mit giftigen Kommentaren, wenn jemand sagte, ich würde jetzt ja gern das machen. Ja, kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und solche Sachen die ganze Zeit. Also wirklich, dieser Begriff toxisch passt da sehr gut, wo ich dann denke, so, das hat der gesamten Gruppe überhaupt nicht gut getan. Ich spiele mit dieser Person nicht mehr. Ich habe auch das gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht. Du musst dir einen anderen Spielleiter suchen in dem Fall. Sorry, aber geht so nicht. Die Runde hat sich danach auch aufgelöst. Ich glaube, die spielen alle nicht mehr miteinander. Das ist, die haben alle andere Gruppen gefunden, wo sie glücklich sein sollen. Freue ich mich auch für sie, wenn sie noch Leute haben. Ich kann das nicht, weil ich dann selber merke, so, okay, irgendwie ist es unangenehm. Sexuelle Belästigung oder so etwas oder das hatte ich bis jetzt zum Glück noch nie. Ich hatte es mal, dass ich im Vorfeld bei einer Con eine Spielerin verloren habe, weil ich ganz klar, ich mache immer vor bestimmten Runden, wenn ich jetzt Game of Thrones anbiete auf einer Con oder The Witcher anbiete auf der Con, dann sage ich im Vorfeld, Leute, hier geht es um folgende Themen in diesem Abenteuer, beispielsweise sexuelle Gewalt, Rassismus, solcher Faktoren, die auch irgendwo in die Welt mit reingehören. Da ist eine Spielerin aufgestanden, also damit komme ich nicht gleich. Ich dachte, das ist hier so ein, so, sie kam aus dem Bereich Pathfinder, das ist ein bisschen ein Abenteuerspiel, wo ich dann sagte so, tut mir leid, wenn du damit nicht zurechtkommst, dann musst du dir eine andere Runde suchen, aber das gehört zum Kanon der Welt. Tut mir leid. Ich selber befürworte das alles nicht, absolut nicht. Aber ich möchte nicht die Welt um einen Teil ihrer Identität berauben, um daraus eine generische Fantasy-Welt zu machen. Weil dann könnte ich auch theoretisch Mittelerde spielen, weil da gibt es Zwerge, Menschen und das alles auch. Ja, genau. Also das verstehe ich. Ich bin jetzt auch zum Beispiel einer Kult, ist so ein Spiel, wo ich sage, das brauche ich nicht. Ne? Das ist für mich zu, da sind zu viele Themen drin, die ich nicht so haben möchte. Von daher klammere ich da schon auch bewusst aus. Ich nehme das den Leuten nicht sauer, die das spielen wollen, alles gut. Ich glaube auch, dass die da ihre tollen Runden hinkriegen, aber das ist was, wo ich so sage, nee, wenn ich Rollenspiel mache, dann möchte ich da gerne Spaß haben dabei und ich möchte in eine Welt, die jetzt gewisse Themen vielleicht nicht unbedingt hat, die in der realen Welt existieren, so ein bisschen Realitätsflucht betreibe ich damit. Ja. Von daher, wenn da so krasse Themen drin vorkommen, okay, wenn sie Teil der Welt sind, ist nochmal das eine, aber es hat mir auch irgendwann mal ein Spieler rückgemeldet, dass ihm aufgefallen ist, dass bei mir gewisse Themen einfach nicht vorkommen, obwohl sie eigentlich auch in einer scheiß Cyberpunk-Welt eigentlich da sein müssten. Ne? Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß, die sind auch da und jeder weiß das auch, aber ich muss es nicht explizit erwähnen oder auch in Abenteuern vorkommen lassen, weil ich es persönlich halt nicht will. Ne? So, und er hat auch gesagt, ja, das begrüßt er auch. Also er war da so, er gesagt hat, ja, findet er gut, ne? Dass es da halt irgendwo Grenzen gibt oder dass man in manchen Szenen halt auch, du kannst es ja umschreiben und dann einfach den Vorhang davor ziehen, ne? Dann weißt du auch, was passiert ist. Genau, man muss nicht explizit jetzt zum Beispiel extreme Gewalttaten gegen irgendjemanden ausfantasieren. Man kann einfach sagen, dieser Mann wird gerade bedroht, zusammengeschlagen, Ende der Diskussion. Da muss er jetzt nicht irgendwie noch großartig ins Detail reingehen. Da kann sich alle Menschen oder die Spieler am Tisch das so weit ausmalen, wie sie sich selber vom Kopf her verkraften wollen und auch verkraften möchten. Kult habe ich, das ist faszinierend, das habe ich jetzt letztens noch in meinem letzten Talk gehabt mit Dustin, wo ich dann dachte so, okay, cool, das ist eigentlich eine ganz interessante Welt, aber ich glaube, die wäre mir auch teilweise grenzwertig. Wobei das ja in dem Regelwerk ja sogar, das fand ich ganz, ich habe selber nicht, ich habe das jetzt nur von ihm gehört, extra diesen Spielervertrag gibt. Diese Themen sind da drinnen beschrieben, diese Themen kommen da drinnen vor und da müssen alle Spieler mit konform gehen. Wenn das nicht geht, dann kann man halt das Spiel erstmal so nicht spielen. Und er hatte ja auch von einem Abenteuer geredet, wo Mario Truant erstmal gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich das so rausbringen kann. Irgendwie die Schwarze Madonna heißt das Abenteuer. Das soll sehr krass sein, wo ich denke schon, also bei einigen Sachen gut. Bei Cthulhu hat man den Vorteil, dass es manchmal von H.P. Lovecraft so ominös umschrieben wurde, dass man keinen aktiven Horror im Kopf betreiben kann, wenn er sagt, es ist ein Raum oder ein Objekt mit widersprüchlichen Kanten und geometrischen Formen. Ich denke dann an diese Treppenbilder immer gleich sofort. Aber scheinbar gibt es bei Kult so explizite Gewaltdarstellungen oder Folterszenen oder sonst irgendetwas, dass das schon extrem krass ist. Ja, es geht halt Richtung so, klar, es ist physisch, aber es ist halt auch stark psychisch irgendwie, so psychischer Terror halt, ne? Wo ich, genau, das ist halt das, wo ich sage, nee, das geht mir zu nah, ne? Das möchte ich nicht, so. Und ist ja auch okay, finde ich ja gut, dass es da sowas wie diesen Spielervertrag gibt oder dass du da ja quasi diese Session 0 mehr oder weniger durch diesen
dieses Vertragsdokument, so blöd es klingt, halt vorgegeben hast, ne? Dass du das dann auf jeden Fall auch machst und nicht irgendwie da leichtfertig, oh ja, ich habe hier einen schönen Abend und dann hockst du da und denkst dir, okay, ich gehe jetzt. Alle Spieler sitzen leicht traumatisiert am Tisch. Einer sitzt in der Ecke mit den Knien so ums Kinn. Genau. Ja, das möchte keiner haben. Es ist immer noch ein Hobby, an dem man Spaß haben will. Manche haben Spaß am Horror, wie Cthulhu beispielsweise, finde ich, ist einen gewissen Nervenkitzel zu haben. Mhm. Und manche wollen halt der strahlende Held sein, der durch sich Horn von Orks schlachtet. Und der nächste möchte ein Edge-Runner sein, der versucht einfach nur in einer dystopischen Welt klarzukommen und seine Arme austauschen will. Mhm. Es gibt so, ja. Das ist das Coole an diesem Hobby, an unserem Hobby eigentlich, dass man einfach alle möglichen Welten, auch eigene Welten, einfach nutzen kann und haben kann. Und, wie du schon sagtest, sehr gut Realitätsflucht betreiben kann. Als mein Bruder mal gefragt hat, was ich so in meiner Freizeit mache, habe ich gesagt, ich spiele Game of Thrones. Dann hat er mir erstmal mit schockierten Augen angeguckt, wie, du bringst Leute um? Nein, natürlich nicht, das weißt du selber ganz genau. Ich spiele so gesehen meine eigene Game of Thrones Serie mit Würfelspielen, mit so Charakterspiel. Ich habe ihm das dann auch grob erklärt, er hat es auch verstanden, hat gesagt, das habe ich früher am Computer gemacht. Habe ich gesagt, ja, ich mache das halt mit Leuten im Dialog an einem Tisch mit Würfeln. Und kann er sich vorstellen, aber sagt selber so, ja, haben muss ich es nicht. Wo ich sage, ja, muss man auch irgendwo bereit sein, das auszuprobieren. Genau, ja. Dann ist man halt nicht Zielgruppe, ne? Das ist ja auch okay. Richtig. Du kannst nicht jeden zwingen, das Gleiche zu mögen wie du selber. Ist einfach so. So, ja. Ich finde es auch interessant, ich hatte jetzt schon welche, die gesagt haben, ja klar, also Rollenspiel habe ich Bock, aber ich habe jetzt auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, naja, spielen ist so die eine Sache, aber die Geschichte anschauen, finde ich schon cool, ne? Weil es halt irgendwie dann doch anders ist. Es ist nicht einer, der die erzählt, sondern es sind halt mehrere Leute, mehrere Köpfe am Tisch, die diese Geschichte zusammen irgendwie bauen. Und das fand der halt spannend. Fand ich auch mal interessant, jemanden zu treffen, der sagt, ich habe keinen Bock, das zu spielen, aber ich schaue es oder höre es mir gerne an. So. Auf der Basis, weil ich diese Geschichte sehen und erfahren möchte, die dahinter steht und die verschiedenen Gedanken, die da zu einer Geschichte führen. Mhm, genau. Ja, cool. Ja, führt uns doch mal jetzt auch theoretisch gleich zu dem Thema. Was passiert denn so bei dir auf dem Kanal? Also Kanal hat ja den coolen Namen, Herr Walter. Also es ist ja auch hier, Logo ist oben drüber eingeblendet. Was passiert alles so bei dir? Was kann man so, für wen ist es was? Für wen ist es was? Also erstmal grob, es gibt drei Kategorien. Die größte sind die Actual Plays, die wir machen. Mache ich ja nicht alleine, da brauchst du immer ein paar Leute zu. Und da wechseln wir auch durch, was die Spielleitungen angeht, was die Systeme angeht, was die Spieler angeht. Haben wir auch mal Special Guests dabei, die jetzt nicht so zur Kernmannschaft gehören. Die einfach mal mitspielen für einen One-Shot oder vielleicht auch mal eine Kampagne. Muss man sehen, was sich daraus ergibt. Oft ist es dann ja so, du fängst mit einem One-Shot an und dann, ja, fanden wir cool, wir würden gern weitermachen. So. Das ist mal das eine große Thema, Actual Plays. Das zweite ist Pen and Paper Talks, das, was wir gerade machen für deinen Kanal. Das mache ich auch für meinen Kanal, dass ich mir ab und zu mal einen Gast einlade und sage, okay, lass uns mal über das Thema quatschen. Mhm. Und dann wird über ein Thema geredet. Und das dritte ist, dass ich mal How-To-Videos gemacht habe, so zu How-To-Pen and Paper-Themen. Oder wie gesagt, ne, wie das eine, wo ich gesagt habe, Lost in Time and Space, habe ich dann drei Videos zu gemacht und einmal dieses Rollenspielsystem quasi geschrieben und erklärt, was meine Gedanken dahinter sind und wie ich jetzt dazu komme und sage, okay, das ist jetzt dieses Grundgerüst, mit dem kann ich loszocken. Das war so eine Reihe zum Beispiel. Oder für Vampire haben wir gesagt, okay, wir spielen das jetzt, da haben wir jetzt drei Akte draußen, den vierten muss ich jetzt mal endlich fertig schreiben. Plot habe ich im Kopf, aber da fehlt noch ein bisschen was. Mhm. Und da werden auch wieder andere Leute noch mit dazukommen. Cool. Genau, und da haben wir halt gesagt, okay, da das jetzt auch so eine größere Reihe ist, ne, und wir da jetzt schon, ich glaube, 17 Folgen draußen haben, wäre es wahrscheinlich gut, wir machen mal ein How-To-Vampire the Masquerade, wo wir mal zumindest die Begrifflichkeiten erklären und dass man halt weiß, okay, Asamid, was ist das? Okay, Asamid, Assassine klingt irgendwie ähnlich, ne? Ist auch nah beieinander, aber wo man halt mal so ein bisschen durch die Clans durchgeht, sagt, okay, was haben die für Disziplinen, wie sind die so drauf? Das habe ich zum Beispiel zusammen mit Ronja gemacht,
mit Athene, die auch mitspielt, haben wir gesagt, okay, sie hat es nämlich sich geholt, hat es nochmal durchgeackert, das ganze Grundregelwerk, ja, die V20. Und ich habe ja, bin ja mit der V1 oder V2 eingestiegen damals. Und ein paar Regeln haben sich ein bisschen geändert. Es war ganz gut, das zu zweit zu machen, weil wir dann so uns die Bälle ein bisschen zuschieben konnten. Und da haben wir halt mal How to Vampire the Masquerade gemacht, ja, eine Stunde lang. Für die Leute auf unserem Kanal, die jetzt das Play gucken wollen, sagen, okay, was ist es überhaupt, ne? Dass die da reingucken können. Ja, das sind eigentlich die drei Kategorien. Angefangen hatte ich mal mit Werkel-Videos und Gaming. Die Werkel-Videos sind inzwischen runter. Gaming ist noch ein bisschen was drauf, aber eigentlich ist es ein Pen-and-Paper-Kanal. Also es soll um Pen-and-Paper gehen. So, und was haben wir jetzt in der Pipeline? Also ich habe schon vorher gesagt, welche Systeme da sind. Also Achtung Cthulhu haben wir jetzt aufgenommen, zwei One-Shots. Cthulhu selber haben wir auch drauf. Da kommt jetzt auch demnächst ein neues Abenteuer, die Kinder des Käfers. Cyberpunk Red hattest du schon erwähnt. DSA ist zum Beispiel die Ronja, die das meistert. Grandtour von Markus, dieses, wie hast du es vorher genannt, Hunde im Weltall, so Science Fiction. Fancy Hunde im Weltall, genau. Fancy Hunde im Weltall, ja, das ist die Welt von Markus. Bisschen abgespacete Science-Fiction-Welt, wo man eben neben Menschen auch ja, Tiere spielen kann, wie Riesenechsen oder gewisse Hunderassen gibt es halt auch, die kannst du dir sogar zusammenbauen, ob du halt einen Mops spielen willst, wie jetzt die Tati oder ein Pedigree oder sowas, ja. Und dann gibt es halt noch Katzen und was habe ich jetzt vergessen? Wölfe gab es auch noch, genau. Cool. Da kann man sich so seinen Charakter zusammenbauen und die Welt ist. Ja, es ist bunt, es ist lustig, macht Spaß, das zu spielen. Ja. Das ist Grand Tour von Markus. Gibt es auch einen Talk dazu, wen es dafür interessiert. Und das erste Play ist draußen, wo er wahnsinnig viel Zeit reingesteckt hat, weil er ist halt auch der Grafiker von, also ein Freund von mir, mein Trauzeuge und verantwortlich für den Namen Herr Walter. Ja. Das ist Markus. Und er ist halt, ich bin kein guter Grafiker, das kann er halt. Und er macht das sehr gut. Und da es sein Rollenspielsystem ist, hat er gesagt, er möchte es grafisch einfach noch aufwendiger aufbereiten. Dann haben wir das aufgenommen. Ich habe kurz ein bisschen bin drüber gegangen über die Videos, habe so ein paar Sachen rausgeschnippelt, habe es ihm gegeben und dann hat er gearbeitet vor sich hin. Wir haben weiter Plays produziert und irgendwann war es halt fertig. Ja. So, und ja, da werden wir demnächst auch wieder die zweite Runde aufnehmen. Ich freue mich schon drauf. Dann haben wir Hexen gespielt. Da war Jens da von Lurch und Lama, hat das mal für uns gemeistert. Ich habe dafür bei ihm auf dem Kanal Cyberpunk Red eine Runde gemacht. Cool, ja. Und bei Cyberpunk Red ist es auch so, dass da die Stories, die hängen schon aneinander, ne? Also du siehst halt, es sind nicht nur die Charaktere, sondern auch die NPCs tauchen halt wieder auf. Und wenn du das so im Gesamten dann siehst und ein bisschen mitverfolgst, dann kriegst du vielleicht auch mit, okay, das war jetzt der und das hängt irgendwie so zusammen. Das mache ich eigentlich ganz gerne. Ja, dann Land of Shadows, mein Homebrew-System. Da haben wir jetzt noch was gedreht, das wird jetzt abgekündigt und durch mein neues Homebrew ersetzt irgendwann, weil ich das nochmal weiterentwickeln will, mich ein bisschen lösen will von Cyberpunk 2020 und Shadowrun und so ein paar Ideen nochmal konkreter mit einbringen, die noch nicht so rausgekommen sind in dem aktuellen Play. Weil bei Land of Shadows gab es eigentlich so Schattenwesen im Hintergrund und das hat der Zuschauer noch nicht wirklich mitbekommen und das wird in der neuen Welt deutlicher, was da eigentlich alles abgeht. Oh, Die cool. spielt dann auch noch weiter in der Zukunft. Ja, dann, das sind alles Zukunftsprojekte, spoil ich noch nicht. Ratten haben wir gespielt mit Tati. Tati hat das gemeistert. Mal gucken, wann wir da nochmal eine Runde machen. Das war ein cooles Play. War auch mal ganz anders irgendwie. Aber Und es ja. gibt noch Sachen, da wolltest du nicht spoilern, aber da können die Leute sich schon drauf freuen. Ja, definitiv, ja. Oh, cool. Okay, gut. Genau. Ja. Genau, ja. Wo auch noch mit anderen Leuten zusammengespielt wird und wir nochmal ganz andere Sachen machen. Genau, dann Vampire, habe ich ja schon gesagt. 17 Folgen, 3 Akte und ein Prolog. Und Warhammer kann man jetzt auch zwei. Das zweite Play läuft ja gerade. Genau, und bis auf Warhammer ist alles selbst geschrieben, weil das ist mir einfach, ja, ich schreibe gern irgendwie selbst. Das ist oft bin ich damit auch effizienter, als wenn ich mir was durchlese und dann sage, okay, jetzt muss ich das so wiedergeben, da werde ich irgendwann wirr im Kopf. Fällt mir oft schwer. Ich bin da dann, na, dann will ich es auch so irgendwie umsetzen. Ne? Ich meine, bei dem Warhammer-Play habe ich auch ein bisschen noch dran gedreht, aber es war minimal, ja. Und die fand ich ganz cool, wo ich gesagt habe, okay, ich übernehme die mal so. Aber ansonsten schreibe ich gern selbst, weil es mir einfach mehr liegt. Ja, bin ich effizienter und es ist dann auch eine Geschichte, wo ich weiß, okay, so kann die jetzt laufen und wenn die sich so oder so oder so entwickelt oder ich am Ende irgendwie drum improvisieren muss, dann ist auch okay. Ja. Klingt eigentlich genau, wie gesagt, schon einmal gesagt, wie ich vorgehen würde bei sowas.
Ich finde dieses was Cyberpunk, das muss ich mir wahrscheinlich als nächstes anschauen, weil ich habe jetzt gerade halt gesagt, ich habe Warhammer jetzt angefangen zu gucken, weil ich halt auch als Jugendlicher, ich bin vom Tabletop zum Rollenspiel gekommen und Warhammer Fantasy war so ein Thema für mich. Und bis jetzt habe ich, also ich habe die erste Folge angeguckt und habe schon gedacht, okay, das erinnert mich an die Second Edition. Das ist jetzt die vierte Auflage von dem Regelwerk und das ist so ein bisschen die zweite, weil die dritte war ja so ein Brettspielhybrid, der irgendwann in der Versenkung verschwunden ist Ich wieder. glaube, ja, das habe ich auch so verstanden, ja. Ja, und das klang für mich halt, weil ich die zweite Edition auch mal hatte und leider in jugendlicher Blödheit verkauft habe, weil ich dachte, so finde ich sowieso keinen für. Ja. Mein Gott, hätte ich es beim behalten. Aber jetzt höre ich so, okay, das ist wieder scheinbar so wie dieses, was ich damals hatte, was ich super cool fand, mit Prozenten und allem drum und also die Prozentsysteme und so weiter. Und ich glaube, ich muss es mir holen. Ich muss mir das holen. Und zu Vampire kann ich sagen, also ich bin Nosferatu und ich bleibe Nosferatu. Finde ich, ist immer noch der mit spannendste Clan neben den Kappadokianern, aber die gibt es ja bei der V20 nicht mehr. Die gab es aber damals. Ich habe eine Zeit lang Dark Age gespielt. Oh, muss ich gleich mal nach hinten greifen? Sind die echt rausgeflogen? Weil die Ja, haben ja vorne die die sind Clans drin und ausgestorben. hinten haben sie aber auch noch irgendwie Clans mit drin. Sind die bei V20 draußen, echt? Also nach der Lore sind die Kappadokianer ausgestorben. Okay. Beziehungsweise sie wurden ausgestorben. Die wurden ausgestorben. Ja, aber das hat sie ja nicht gehindert, trotzdem da irgendwie Material zu rauszubringen. Und hinten sind halt auch so alte Clans und sowas drin, wie auch die Wahn Bruja und sowas. Die gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Ja. Und ich glaube, ganz hinten hatten sie auch noch die Kapodozianer drin. Aber ich muss mal gucken, interessiert mich, gucke ich nachher mal nach. Ja, bei den Hauptclans sind sie nicht dabei. Das stimmt. Das sind halt die Standard-Clans, die man halt kennt von Sabbat und Camarilla. Genau. Ein Kumpel hatte die Dark Age Bücher beim Crowdfunding von Ulysses sich geholt und da waren sie halt wieder bei diesen Hauptclans mit drin. Da waren ja auch andere. Was waren sie? La Sombra waren zum Beispiel kein Hauptclan zu der Zeit. Die wurden erst später einer, weil ich glaube sogar, dass was den Kappadokianern was zu tun hat, weil sie etwas mit dieser Ausrottung zu tun haben. Und aber verbessert mich in den Kommentaren wegen meiner judged mich, ist mir scheißegal. Ich werde lieber verbessert, als dass ich Bullshit laber. Aber ich erinnere mich da jetzt gerade in diesem Moment dran. Ja. Ja, Vampire hat auch eine riesen Lore, das alles zusammenzubekommen. Das ist da. Gibt es halt die Experten. Ich merke es auch bei den vielen Systemen, die man hat, irgendwann, du kannst dir nicht mehr alles behalten. Ja, das ist so. Du musst Ja. gewisse Sachen dann nochmal nachlesen, ja. Ja, und es gibt auch irgendwann, also ich habe das jetzt bei einem Spieler gehabt, der schon, ich glaube, 20 Jahre älter ist als ich, der auch gesagt hat, eigentlich bin ich kein Mensch mehr, der sich neue Systeme anlernt, weil er seine Kernsysteme hat. Ich gucke mir dann höchstens mal ein bisschen was an und denke dann so, oh ja, erinnert mich daran oder das fühlt sich so an wie das da. Wo ich dann denke so, ja, okay, ich glaube, das kriegt man irgendwann so bei sich selber auch, dass man irgendwann so diese Kernsysteme hat. Aber ich möchte es noch gar nicht, weil es gibt so viele tolle Rollenspiele auf der Welt, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Ich verstehe dieses Hindernis, wenn es darum geht, dass du dir halt das neue Regelsystem drauf schaffst. Ne? Ich habe da hinten auch einen Haufen Dinger drin stehen, wo ich sage, das liest sich wahnsinnig interessant. Aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit und die Kapazitäten, mich in dieses Regelsystem reinzufuchsen. Genau. Die Welt an sich ist halt sau, also die würde ich gerne mal bespielen, aber wie gesagt, mit den Regeln, die kommen halt immer noch dazu. Und die sind ja immer ein bisschen anders. Aber viel ist ja ähnlich, da kennst du den Mechaniken wieder und so, aber. Ja, und das ist die Hürde, die ich dann habe bei so einem neuen System, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt die Zeit, mich da einmal reinzuarbeiten, um das zu verstehen und dann zu sagen, okay, so und so läuft das grob und dann kann man mal eine Runde spielen. Von den Welten her finde ich wahnsinnig viel interessanter. Da Ja. gibt es eigentlich fast nichts, wo ich sage, es sei denn, es geht in die Richtung von Kult oder so, was dann mit dem Thema zusammenhängt, aber davon abgesehen, ja, finde ich das schon cool. Auch Mutant Jahr Null habe ich da hinten rumstehen. Finde einfach die Illustration schon mal super geil und auch in meinem System gibt es auch Mutanten, auch Tiermutanten, von daher spricht mich das natürlich gleich danach. Ja, klar. Ja. Ich darf demnächst bei einem Kumpel, ist ja auch vom selben ursprünglichen Verlag, ich glaube Free Legend heißen die oder Legend oder wie das sich ausgesprochen wird, Alien spielen. Alien. Ja, Alien, das Rollenspiel, hat ja dieselbe, also es ist ja Coriolis, Mutantia Null, Alien, die haben ja alle so gesehen die gleiche Grundfunktion mit den W6. Ja. Und ich war überrascht, also ich habe innerhalb von, ich glaube, wir haben 10 Minuten Charakter gebaut, dann hatte ich meinen Charakter fertig. Das war erfrischend. Besser. Okay, cool. Schön zu wissen, ich habe Alien auch da stehen. Hinten habe ich auch mal so gekauft, muss ich haben, einmal durchgeblättert, reingestellt. Ja. Aber schön zu wissen, dass man da schon mal einen Mehrwert hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also,
Da werde ich vielleicht auch nochmal gucken, ob ich mir das auch hole, weil ich finde die Welt, auch dieses ganze Setting dahinter total interessant. Und obwohl immer viele Leute jetzt schon so gesagt haben, die ich dazu gefragt habe oder mal irgendwie so allgemein bei meinem Discord reingeschrieben habe, was haltet ihr davon? Die dann sagen, ja, es läuft ja sowieso darauf hinaus, dass man einem Xenomorph begegnet, wo ich dann denke, ja, ich glaube, man kann das aber echt lange hinauszögern, indem man einfach auch andere Geschichten spielt. Beispielsweise einfach irgendwie einen Konflikt mit Weltraumpiraten, Abstürzen auf dem Planeten, technische Probleme irgendwo, man hängt dann auf einmal irgendwo fest oder man muss einen Auftrag erfüllen für irgendeinen Konzern oder sowas. Ich hatte so ein Wer ist da? bisschen. Bitte? Nee, sag, Ich hatte ich so ein komme. bisschen dieses Gefühl von, das ist ein bisschen Cyberpunk, bloß in noch finsterer und im Weltall und Und ohne wer den sagt Cyber. denn, genau, und wer sagt denn, dass Flo sich nicht was anderes überlegt? Muss ja kein Xenomorph sein. Können ja in irgendeinem Labor noch irgendeine andere Züchtung, Fleischfressende Kelloggs, was? weiß, keine Ahnung. Ja, wenn man das halt mitkriegt, dass die Spieler da irgendwie cool fänden, irgendwie was anderes noch zu haben, dann ja klar, warum nicht, ne? Was ich besonders interessant, also vor allem, du hast auch gesagt, du hast ja bei diesem Cyberpunk zum Beispiel, das ist eine durchgehende Geschichte, die alle irgendwo miteinander zusammenhängen, ein bisschen verflochten sind. Und das ist ja eine sehr umfangreiche Vampire-Geschichte. Hattest du bei der Vampire-Geschichte auch noch Gastspieler zwischendurch dabei, die einfach mal so ein, zwei Abende aufgetaucht sind? Noch nicht. Noch nicht. Also das ist wirklich so Kerntruppe und das bleibt erstmal so. Naja, für Akt 4 habe ich jetzt schon zwei Gastspieler, die ich noch mit einbauen werde, weil wir haben von den Clans her, Rieke hat im Prolog eine Asamitin gespielt, die dann die Identität einer Toreador annimmt, ne? Und dann weiter nach London zieht. Wir spielen no London im Jahr 1890, Oh, cool. also viktorianische Zeit. Ronja ist der zweite Vampir, der dazugekommen ist, die spielt auch eine Toreador. Dann Tati spielt eine Gangrel. Und Justus einen Ventru. So, und inzwischen sind sie alle beieinander. Und für die kommenden Plays werden aber auch noch Gastspieler dazukommen, die dann halt zum Beispiel mal mit der Tati losziehen. Ja? Und wo dann halt mehr so eine Gangrel, vielleicht auch ein bisschen kampflastigerer Plot kommt an der Stelle. Und du hast ja, wenn du halt so in mehreren Akten arbeitest, da Freiheiten, das nochmal von der anderen Seite zu erzählen. Und was ich auch bei Vampire ganz bewusst gemacht habe, ist, dass ich einzeln aufgenommen habe. Das heißt, du, wenn du das anguckst, dann wirst du immer wieder mal einen Spotlight kriegen, wo halt nur eine Spielerin oder ein Spieler da hockt mit mir zusammen und dann wird dem seine Geschichte ein bisschen erzählt. Und dann kommt es, weil dann hast du auch, kriegst du ein bisschen mehr Intensität halt damit rein. Ne? Du weißt dann, okay, was waren jetzt bei dem, warum ist denn jetzt der hier, was läuft denn bei dem noch im Hintergrund ab? Irgendwie. Solche Sachen kannst du da ein bisschen mehr rausarbeiten halt. Und das habe ich bei diesem Play bewusst so eingebaut, dass du halt aus immer wieder anderen Perspektiven die Geschichte erzählt bekommst. Das ist sehr cool und unbewusst. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe von dir geklaut, aber ich mache das bei meinem Game of Thrones Projekt auch, dass ich wirklich mal so nur zwei oder auch nur einen Spieler habe für eine Stunde, die dann halt ihre eigene Agenda nachgehen. Weil bei meinem Game of Thrones Projekt ist das ja so, ich will ja nicht so lange ausschweifen, aber ich kann es ja grob erklären. Das sind aktiv zwei Häuser, also zwei Adelshäuser in zwei verschiedenen Regionen, die zeitgleich spielen. Und es gibt noch ein drittes Haus, das so sich ein bisschen in die Geschichte zwischen den beiden einmischt und so langsam fängt das an, sich alles zu ineinander zu verknoten. Weil sie feststellen, dass es von draußen scheinbar noch irgendwas gibt und dann haben sie noch ein paar Bastarde an der Mauer und die fangen jetzt auch an, da oben Scheiße zu machen und irgendwie Rachepläne zu schmieden. Aber ja, ich finde auch, dass es zum Beispiel Game of Thrones dann ein total dankbares System ist, einfach mal für so eine Viertelstunde, ja, Viertelstunde, Dreiviertelstunde, Stunde mal so eine kleine Session zu machen, wie so eine Szene im Film oder in der Serie, wo es nur um diese Figur geht und deren eigene Ziele. Das ist spannend. Und das finde ich auch dann, wenn du das bei Vampire auch machst. Ich denke, das ist auch ein sehr dankbares System, wie du es selber schon gesagt hast, um das mal eben so ein bisschen hervorzuheben. Und vor allem, was macht das mit den Spielern im Kopf? Tati spielt zum Beispiel ja bei mir wie bei einer Eisenmännerrunde mit. Das ist ja mal wieder ganz was anderes. Und das spielt 3000 Jahre vor den Ereignissen meiner eigenen anderen Geschichten. Ihre Geschichte wird aber noch Auswirkungen auf deren Geschichte schlussendlich irgendwo haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das zum Schluss hin entwickelt. Ich bin auch noch gar nicht so, also ich weiß nicht, hast du da so einen festen Fahrplan? Aktuell entwickelt sich meine Geschichte so groß in alle Richtungen, dass ich sagen kann, oh, da werde ich bestimmt noch dieses und nächstes Jahr mit beschäftigt sein, das zum Spielen.
Ich hab einen grob, also ich weiß, wo ich am Ende rauskommen möchte. Also wir spielen jetzt viktorianisches Zeitalter. Mit Vampiren bietet es sich halt an, dass die auch mal vielleicht irgendwann anders zeitlich rauskommen, ja. Und da mal sehen, wie sich das entwickelt, wie lange wir in der viktorianischen Zeit bleiben, wann wir uns vielleicht auch mal in eine andere Zeitlinie dann reinbewegen. Es gibt einen groben Plot, aber wenn ich jetzt halt merke, okay, irgendjemand will in die Richtung noch was tun, dann kann er das ja machen und dann arbeite ich das halt aus. Also ich bin schon auch jemand, der gerne, also wenn ich jetzt weiß, okay, wir machen ein neues Projekt, dann kann es sein, dass ich sage, okay, die Charaktere wären gut, wenn die abgedeckt sind. Oder aber jetzt bei Land of Shadows oder sowas, was willst du spielen? Und wenn ich weiß, welche Charaktere vorkommen und wie die miteinander zusammenpassen, dann fange ich erst an, den Plot wirklich zu schreiben. Ne? Ich sage, okay, weil wenn du halt weißt, okay, du hast jetzt da 4 Leute sitzen, die wollen eigentlich kämpfen, dann brauchst du halt einen anderen Plot, wie wenn die halt irgendwas anderes machen wollen. Ne? Ja, klar. Ich muss sagen, bei uns in den Runden ist es immer recht ausgeglichen. Also gab es jetzt noch nicht irgendwie, dass alle gesagt haben, wir gehen nur in die eine Richtung. Aber bei Vampire jetzt, ach, gerade schon durch Toreador und Ventru und eine Gangrel in dem Fall, hast du schon so ein gewisses, ja, das ist die Waage nicht ganz gleich halt, ne? Würdest du sagen, ein gleiches Spannungsverhältnis? Ach sowieso, das merkt man auch, haben sie gut rübergebracht. Und es hat auch irgendeiner drunter kommentiert, ah, Ventru konnte ich noch nie leiden, jetzt habe ich den gesehen, ich kann schon wieder kotzen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es mir per PN geschrieben hat oder kommentiert, aber irgendwie sowas ist mal aufgepoppt, wo ich dachte, ja gut, da hat er den Ventru ja gut gespielt. Ja, auf jeden Fall. Passt ja, genau. Na klar, der Ventru halt, der da seinen Club hat und mit Opiumhöhle unten drin und sowas und die Gangrel, die dann da erstmal mit dreckigen Stiefeln reinlatscht, weil ihr das völlig wurscht ist, ne? Ja, klar. So. Super. Genau. Ja, also, Herr Walter, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir reden jetzt schon so grob eine Stunde. Ich denke, für alle, die da draußen sind, die sich das hier anschauen, also wir haben einen guten Überblick über deine Rollenspielgeschichte, aber auch über den Kanal geliefert, den du oder ihr, ich sag mal jetzt ganz klar ihr, weil du hast ja so ein Kernteam, was dich da unterstützt, Genau. abgelichtet. Und ich würde sagen, also wer mehr über Vampire und über Warhammer und über Grand Tour oder etwas Ähnliches in der Richtung, Ratten, wissen und sehen möchte, schaut beim Herrn Walter vorbei. Kann ich empfehlen. Ich habe jetzt mit, wie gesagt, Warhammer angefangen und aufgrund Arbeitszeit und selber hier was machen und tun und so ist es halt schwierig, alles anzugucken. Aber das nächste auf meiner Liste ist aktuell Grand Tour und danach muss ich mich schon mal dieser sehr großen Vampire-Geschichte widmen. Von Sind daher, ein paar Stunden, ja, ja, genau. wenn ich jetzt gerade neben die Ringe der Macht und House of the Dragon Zeit finde, weiß ich, was jetzt über eine Flimmerkiste läuft bei mir. Von daher, ich bedanke mich, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, hier gern. Und du wirst von mir wahrscheinlich irgendwann mal eine Einladung bekommen, ob du nicht Interesse hättest, mal bei irgendeiner Runde mitzuspielen, vielleicht als kleiner Gast, um den Spielern mal richtig schön in die Suppe zu spucken. Schauen wir mal, ob sie es so mögen. Ja, wenn es sich zeitlich ausgeht, sehr gerne, ja. Ja, ich würde das dann natürlich in weiter Zukunft planen. Ist immer gut bei mir, Super. An dieser Stelle wünsche ich dir und natürlich euch Zuschauern einen wunderschönen Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.